Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Shadow Tactics Blades of the Shogun. Und ja, das hier wird anscheinend die letzte Version, die letzte Mission sein, die wir zu absolvieren haben. Denn bin mir ziemlich sicher, dass das die letzte ist. Wir haben den Sohn des Shoguns? Nee. Des Generals, glaube ich, ne? Des Generals haben wir, also den Bruder des Shoguns. Ist wahrscheinlich der General oder der Lord. Dessen Sohn haben wir ja gekidnappt. Und, Sekunde. Okay, kurze Unterbrechung. Muss ich noch einmal wieder auf 60 FPS umstellen. それでお主は30万の部下でも止められぬ上様なすべきことをせい我が息子を殺した者に言葉はない龍之介様に手をかけたのは決して我々ではございません大城無限の死も我々のせいではありません真実を歪めていたのは上様の弟君ですそのような至極けしからぬ言いがかりを信じるはずなかろう証明するものがあるのか証言がございまするおいではないかこれがお主のやり方かこの畜生があんたの息子をその手にかけたんだ嘘ですおじさま嘘です汚れた忍びが刀で襲ったのを見たのですこやつが龍之介を殺した違うこれは嘘よ続けろおいよこいつは無限先生も殺した全てはあなたを欺くためですおじさま、世を傷つけ、嘘をつけと脅された。だが、屈しはせぬ。すべて知っているのは、現場を見たからということだな。違います。なぜそこにいた？龍之介がどこにいたか、どうやって知り得た？おじさま、あなたは分かっていらっしゃらない。私に嘘はつけぬぞ、おいよ。答えろ。正直にな、誰が。この部屋の誰が。世の息子を殺したのだ。お願いです、おじさま。世は父上の言う通りにしただけです。したくなかった。父上が刀を用意し、仕向けたのです。悪いのは世では。もういい。もう口を開くな。昇る、弟め、今まで。騙していたのです。気づくべきであった。戦いへの執着、平和な策を話すといつも反対した。弟は平和を欲していなかった。征服を求めていたのか。もし生まれたのが100年も前であれば最強の将軍になっていたであろう過去の闇は今をも曇らす失ったものへ私たちは復讐を望んでおりますしかし上様の指揮にお従いいたします無限様がかつてそうであったようにムゲン、死してその忠誠を果たそうとするのか我が弟に名誉の死などありえぬ死して忘却へ歴史の片隅にのみ存在すべきだ本拠地へ乗り込め駿府城にな弟と対峙しなすべき責務を果たすのだ
戻ってきた時、そなたらの処遇を話そう。仰せのままに、上様。Alter, ich hab wieder Gänsehaut. Dewa yuke. Ikkokumo muda niwa dekinu. Was ist mit dem Neffen? Omae moda noboru. Der ist jetzt stinksauer. Okay. Schloss Sumpu. Alles klar. Und eine kleine Sache jetzt vorweg. Ich habe diesen Level leider schon gespielt. Ich böser Bube. Und weiß so ungefähr, wie er sterben wird. Und wir machen einen Speedrun. Das heißt, die Folge wird nicht sehr lang werden. あの2馬車で行けるのはそこまでだ。準備はいいかい、じいさん。興奮すると若返るの。熊でさえやる気満々じゃ。そうだな。他の奴らもそろそろ配置についた頃か。Ich bin gespannt. こっちだよ、愛子さん。もうじき着くよ。大した高校技術ね、ゆきちゃん。さあ。これからが大仕事ね。登るに近づくのは容易ではなさそうだな。最善の道は常々見えないところにあるもんじゃ。わしが前に教えたことを思い出せ。井戸はそれぞれつながっておるんじゃ。では城の上部に行くには井戸が使えるってことだな。タクマ様は井戸には鍵がかかって入れないと見ているわ。城前には鍵がある。私鍵を探せるよ。途中で私たちの変装用の服も探さないとね。いいでしょう。他の仲間とは途中で合流して井戸には一緒に入りましょう。そこから先は入ってから計画しましょう。さて始めましょうか。準備万端だよ、愛子さん。わしは準備できたぞ、ハヤトよ。よし、とっとと終わらせよう。Alles klar, aber wir werden jetzt nicht mit den beiden spielen. 静けさが私たちの味方よ。Auch nicht mit der kleinen. Yuki? やった。我ながら超敵。Sondern mit der lieben Aiko. Nein, 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 nein. 柔らかい。静かに移動中よ。静かな意識。敵は。So, jetzt machen wir das irgendwie so. Ich speichere schon mal zwischen. ショーの始まりね。他の道を探さないと。So. Also hoch. 簡単に隠れる。So. Einmal runter. Nein. Okay, das ist immer die schwerste Stelle hier. So, jetzt warten wir, bis der Typ uns wieder den Rücken zudreht. So. Wir sind schon mal drinnen. Ah, da können wir nicht drauf. Alles klar, die Dinger sind gesichert. So ein Mist. Ach, da ist ein Samurai, alles klar. Okay, wir warten mal. Warten mal, bis der wieder da hinkommt. Verdammt.
遊夫単なる特別ふ敵は私たちが来るとは思ってないショーの始め早く隠れないとMann. Ich hab's vorhin noch ganz gut geklappt, geschafft. So, er sieht mich bis dahin nicht. Nein! Das gibt's nicht. Okay, nochmal. Er hat so einen Bein in sich Kegel. Schon. Ja. Okay, speichern. Gut. So. Speichern. Den. Blenden wir auch mal kurz. Oh, nein. Schön im Tonwinkel bleiben. Nein. Böse, nicht doppelklicken. Und runter. Ich weiß, ich hätte vielleicht auch noch aufs Dach springen können, aber egal. So. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen warten, denn wir sammeln Strohhut, der sieht uns. Und einmal er. Er sieht uns bis dahin. Und was? Da ist auch noch einer. Siehst du? Der uns bis dahin sieht. So. Und wir hier erstmal auf dem Dach sind drauf. Auf den Dachfürst. Zack. So. Jetzt will speichern. Und dann blenden. Du blöde Show, wo kommst du da um die Ecke geschlichen, Mann? Ah, nee, gut. Dann warten wir eben, bis Heini da weg ist. Blub. Und hoch. So, dahin. Nein. Falsche Taste. Gut, einmal nach hoch. So. Ich meine, das ist eigentlich der schwerste Part, aber... Vielleicht schaffen wir es. Ne? Ungesehen dahin zu kommen. Hoppsala. Nein. Okay, schön hoch. Kann er uns da oben sehen oder was? What the fuck? Die können uns sehen. Ich dachte, die sehen uns nicht. Itoshi no hito yo.
見守っててください。うん、最もゆきそかに。お、ich wollte sagen, ey, was ist denn hier los? Ich kann das auch über Controller spielen, okay. 道がないの。Speichern. Nein. Okay, blöde Idee. 周りを見てみましょう。敵は私たちが来るとは思ってないわ。Was soll das denn jetzt? 敵の視野に入らないように。敵は私たちが来るとは思ってないわ。侵入者だ。なら安全だとでも思ってるのか？ミッ。Scheiße。何もないぞ。特別な子ないよ。得意じゃないのに。Oh shit. 本当に敵を見たのかよ。Sekunde. 気づかれないまま周りを見てフェンス。しくじった。はい。計画実行中。はっ。移動中よ。密かに。いいんだよ。あっちからやってきた。遅い。くまなく探せ。どこに行ったんだ。そこに隠れているんだろう。Mann, habe ich ein Glück. Das war eigentlich nicht so vorgesehen. Ich dachte, ich könnte mich da jetzt irgendwie rüberschleichen, aber. Bitte. Ich dachte, ich könnte mich irgendwie ungesehen da. Nein, lauf, 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 lauf. Ja, das gefällt mir irgendwie nicht. Ich gehe mal noch einen zurück. Irgendwie gefällt mir das nicht. Flup, geh da hoch.優雅な着地ね。最も優雅な小道具。Okay, erstmal schalte ich den da aus. Ich dachte, ich könnte hier einmal rüberhüpfen, einmal da lang und dann drüber, aber anscheinend ist das so nicht möglich. So, den entsorgen wir auch hin. Denn falls den einer sieht.Ist das dumpf? Speichern. Okay. Schade, dass wir Hayato oder eine Verkleidung nicht haben. Die ist nämlich auf dem Weg hierher nicht vorhanden. Oder?Ja, da war ein Schlüssel und da wäre eine Verkleidung gewesen. Die zu holen hätte zu lange gedauert. Und, so. Das ist jetzt so der einfachste Weg. Leichter geht's nicht. Denn der Fürst ist hier. Und beguckt sich jetzt immer in so einer kleinen Loop.Die Schießkünste der Männer. Und hier ist einer, Hito Mogami Waguna, der Auserwählte ist. Das war's. Takuma-sensei! Yuki-chan!
みんな無事に出てこれて安心したわい。これで私たちの役目は終わりね。あとは上様への報告だけよ。俺は行けない。え、なんで？私たち将軍様の命通りにやったでしょ。俺は上様のために動いたんじゃない。俺自身、それから、わかるだろう、誤解しないでほしい。あんたたちが嫌いとかそういうわけじゃない。でもここから先はこれまでと同じようにはいかない。わかるわ、隼人さん。ではわしらも隼人に習うとするかのう、ユキちゃん。でも将軍様は私たちを探しに来ない。大丈夫、ユキちゃん。上様には報告はするけれど、私にはまだ取引できるものがあるから。上様がそれを受け取れば、このくらいの命令違反は見逃してくれるかも。じゃあこれでお別れなの？この先の道のりは長いぞ。もうちょっとばかり旅を続けて、この先でお別れするのはどうかの？うん、そうしていい。愛子さん、いいよね？私は反対しないわ。あなたはどうするの、隼人さん？まあいいだろう。あと数里くらいなら我慢してやらんこともない。Oh, Mensch. Tja. Beende die letzte Mission. Das haben wir jetzt nicht, weil wir nur mit Aiko gespielt haben. Aber ich weiß nicht, wie bekommen wir das hier? Das ist ja eigentlich die letzte Mission. Es sei denn, wir müssen das mit Hayato machen, damit das die letzte Mission ist für Hayato. Töte niemanden im Level, außer es gibt einen entsprechendes Missionsziel. Und nutze keinen von Aikos Fähigkeiten. What? Okay. Aber Speedrun unter 30 Minuten. Das war genauso, als ich das letzte Mal gespielt habe. Wir könnten das auch noch auf Hardcore zu Ende spielen. Das wäre auch noch eine Herausforderung. Steige über die Nordwand in den Brunnen. Über die Westwand. Ertränke Fürst Noboru. Ertrinken. Das wäre auch noch was. Aber gut. Meine lieben Freundinnen und Freunde. Es geht aufs Ende zu. のぼるの死により、影様の陰謀はようやく終わりを迎えた。歴史が真実とは限らない。歴史はのぼるが実の兄によって軟禁され、そして自決したとされている。陰謀や反乱に終わりはない。しかし、かの幕府はその後、300年もの間、平和を維持したのである。無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないが、しかしその偉業は多くの伝説を生み出した。将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか。名前も功績も世に出ることがなく、その物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだ。Ja. Und das war's mit Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ein sehr, sehr geiles Spiel aus dem Hause, ihr seht es, Mimimi und Dedelec Entertainment. Riesen Respekt. Und ja, mir hat es Spaß gemacht. Am Anfang war ich noch ein bisschen verzweifelt. Dann habe ich mir ein paar... Ja, ich habe mich leider ein bisschen spoilern lassen mit diesen ganzen Speedruns. Aber ich weiß nicht, ohne da wäre es da... Boah. Da hätte ich ja
tagelang dran gesessen. Gegessen auch. Da hätte ich ordentlich dran zu knabbern gehabt. Aber es hat mir Spaß gemacht. Hat ordentlich Laune gemacht. Mal waren witzige Momente da, mal waren traurige Momente da. Und naja, einige waren sehr traurig. Zum Beispiel das mit Hogan. Er war immer so ein positiver Charakter. Er war immer der so positiv drauf war. Locker und hey, ein bisschen Smalltalk gemacht hat. Immer positiv eingestellt. Der Alte, der war cool. Takuma? Ja, Takuma. Entschuldigt. Takuma, der war auch locker drauf. Der hatte auch immer so weise Sprüche und war so ein bisschen so, weiß nicht, der Alte mit, wie nennt man das? Mit der Alters... Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Irgendwie Altersironie. Das war's, was ich gesucht habe. Die Aiko. Ja, war ein netter Charakter. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die mit... Entweder mit Hayato hätte ich gedacht, dass die zusammenkommt. Oder mit Mugen. Das war irgendwie... War das vorauszusehen. Die kleine Yuki, die ist... Ja. Wie soll man das nennen? Die ist halt agil, sprunghaft, schnell. Und in der englischen Version, da spricht sie halt, wie gesagt, wie damals am Anfang gesagt, mit ihren Waffen oder mit ihren Fallen. Das war immer ganz lustig, ganz witzig. Ich könnte das Spiel nochmal auf Englisch durchspielen. Aber ich weiß nicht, es spielt in der alten Edo-Zeit und da will ich dann auch so ein bisschen was von der Sprache mitnehmen. Auch von diesem Altjapanisch. Sehr viele Wörter sind mir aufgefallen, sind in das heutige Japanisch mitgenommen worden. Zum Beispiel Namaiwa, das heißt Name. Hai heißt ja, das war wahrscheinlich das einfachste Wort mitzunehmen. Watashi, das heißt ich. Oder Watashiwa. Was gab es da noch? Arigato. Also, großen Respekt. Wirklich großen Respekt an die beiden Studios, Dalelek und Mimimi. Ich weiß nicht, vielleicht von Mimimi würde ich gern auch noch andere Spiele spielen. Müsste ich mal gucken. Gut, dann lasse ich jetzt mal die Credits durchlaufen. Wir sehen uns am Ende. Bis dahin. Oder ich sag mal, bis gleich.
GameStar. Ich glaube auch GameStar. Carsten Fichtelmann. Harvey? Ups. Nein, ich will nicht vorspulen, ich möchte alle Leute gebührend würdigen. Das bringt nochmal Gänsehaut. Der große Mugen. Ach Mann. Tja, und das war's mit Shadow Tactics. Blades of the Shogun. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ich wünschte, es gäbe einen zweiten Teil. Aber, na. Wir haben alle Missionen fertig. Was soll man hier noch großartig machen? Ich könnte ja alle nochmal durchspielen und versuchen, alle Punkte zu kriegen. Aber hier, einer von 9. Das ist unmöglich. Ach ja. Gut. Ich könnte noch hier auf mehr Spiele gucken, aber es wird hier leider nichts angezeigt. Mimimi, das kann ich auch nicht anklicken. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Let's Play. Bis dahin. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten immer nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss. Ah, ich möchte zurückkehren.